Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of a Tale. Ich habe jetzt mal ein klein wenig hier die Helligkeit umgestellt, denn ein paar hatten geschrieben, dass es zu dunkel ist für sie und tatsächlich ist es so, dass die Aufnahmen ein bisschen dunkler sind als das Spiel an sich und ich glaube, dass es, wenn jemand jetzt vom Handy oder vom Tablet schaut, dass es auf jeden Fall von den Mobile Devices dann nochmal ein bisschen dunkler wirkt. Das habe zumindest ich auf meinem Handy festgestellt und deswegen habe ich jetzt die Helligkeit nochmal ein bisschen angepasst und ich habe auch die Bewegungsunschärfe mal noch ausgestellt, weil ich da irgendwie immer nie so der Fan davon bin und keine Ahnung, bislang hatte ich es vergessen. So, jetzt geh doch mal da hinten weg vom Kamin, du Ratte. Ich will mal nach dem Schlüssel gucken, der hier oben auf dem Schränkchen drauf liegt, den wir hier so super präsentiert bekommen gerade. Ich jetzt hier rausgehe, dann geht das schief. Die muss erst weg sein. Jetzt können wir raus. Was habe ich jetzt bekommen? Was war das für ein Schlüssel? Egal, gucken wir gleich nochmal in Ruhe nach. Waren wir hier raufgekommen oder waren wir hier... Ja, hier waren wir raufgekommen. Ist die tot? Voll der Beschiss, sie hat sich totgestellt. Das ist ja wohl mal voll mies. Boah, schnell rein hier. Jetzt sind wir sowieso dahin gekommen, wo ich eh noch hinkommen wollte. Ja, also ihr seht, mit dem Weglaufen kann man teilweise auch sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Der Schrank war leer. Ah, kleines Mäuschen. Thilo ist so knuffig. Hier fackeln wir mal wieder das Banner ab. Da ist auch nichts drin. Warum haben wir da immer nie was drin? Haben wir hier oben irgendwas Interessantes? Nee, auch nicht. Holla. Zu dem können wir hin. Der greift mich nicht an. Dann wird das wahrscheinlich der Kerl sein, wo die nette alte Dame unten in der Küche meinte, hey, der könnte dir eventuell helfen. Was ist das? Okay. Da haben wir Eier drauf. Oh. Oh. Jetzt hier nicht runterfahren. Ich glaube, ich wage das mal lieber nicht. Alter Falter. Was eine coole, riesengroße Burg. Okay, da haben wir Fusel. Hier hinten noch irgendwas Interessantes für uns? Nee, gerade nicht. Geheimnisvolle Ratte. Warum versteckst du dein Gesicht? Du brauchst dich nicht fürchten, Maus. Jedenfalls nicht vor mir. Hat er mir den Schlüssel dann hinterlassen? Ja, du wirkst enttäuscht. Ich bin überrascht. Weil ich eine Wache bin oder weil ich eine Ratte bin? In der Nachricht, die ich gefunden habe, stand, dass du mir helfen wirst. Vielleicht werde ich das. Aber sing mir zuerst ein Lied. Ein Lied? Ja, mach. Wenn du ein Bade bist, dann sing. Aber fass dich kurz. Oh, wir sollten vielleicht mal gucken, was vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Von König Hasenfuß. Ein Lied über die letzten Tage der Regentschaft von König Nagrig dem Ersten, der letzte König der Ratten, der in der Nacht vor einer großen Schlacht aus seinem Königreich floh und nie wieder gesehen wurde. Vielleicht eher nicht.
Die goldene Erlösung, die letzten Augenblicke der Schlacht von Periklava, auf ewig festgehalten in einem Lied. Angetrieben vom Mut der 12 Helden stürzt sich die Rattenarmee in den finalen Kampf gegen die Armee der grünen Flamme. Das könnten wir machen. Das klingt so, als ob man hier nicht unbedingt die Ratten in den Dreck oder durch den Dreck ziehen würde. Und so kam am Ende über Velias See des smaragdgrünen Feuers Untote Armee. Vereint hinter den Mauern von Periklave standen die Lebenden von allen verbliebenen Landen. Und aus ihrer Mitte Diluin ritt auf dem goldenen Salamander mit furchtlosem Tritt. Sein Mut strahlte so hell in die Herzen hinein. Sie vergaßen ihre Angst und auch jegliche Pein. Jalan und Nikto auch ritten zur Schlacht, schwarz und weiß und blau wie die Nacht. Vom Lichte des gleißenden Abgrunds angefacht, stellten sich 12 Ratten der grünen Flamme Macht. So ritten sie tapfer zum Klang der Fanfaren, Diluin, Jalan, Nikto und die Heldenscharen. Durch diese kühnen Streiter ein Sturm war erwacht, und die grüne Flamme endlich zum Verlöschen gebracht. Bin ich ja mal gespannt, wie es ihm gefallen hat. Die goldene Erlösung, vielleicht wirst du ihn noch treffen. Dann sag mir, was genau dich hierher führt, Maus. Ja, ich glaube, er weiß bereits, warum wir hier sind. Hier. Der mysteriöse Fremde reicht dir eine vertraut aussehende Lutka. Das ist eine Lutka. Diese kleinen Figuren werden von jenem Mäuserich als Andenken an seine Hochzeit und an die Geburt seines Nachwuchses geschnitzt. Och Gott. Lutkas werden aus Holz oder Stein hergestellt und mit Pulver eingefärbt. Kalk steht für die Lebenden und Asche für die Toten. Lutkas werden meist in einem kleinen Beutel an der Hüfte getragen und gehören zum wertvollsten Besitz eines jeden Mäuserichs. Ich glaube, die gehört dir. Wo hat er die her? Aus der Wachstube des Wärters. Jemand, der dir nahe stand? Mara, meine Frau. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht hier ist, aber... Ich habe die schwarze Lutka in deinem Beutel gesehen. Mein Sohn. Das tut mir leid. Von ganzem Herzen. Mara... Ich kann dir helfen, sie zu finden. Wie denn? Ich habe so meine Möglichkeiten. Und als Gegenleistung? Sollst du etwas für mich besorgen? Okay, einverstanden. Gut, ich bin Silas. Lass uns anfangen. Also, wie hast du vor, Mara zu finden? Alle Gefangenen- und Häftlingstransporte in dieser Region müssen in Fort Nagel registriert sein. Okay. Es wird etwas dauern, bis meine Nachricht in Juva ankommt, aber sie werden wissen, wo Mara festgehalten wird. Hol mir einen Depeschbrummer aus dem Käfig da vorn. Okay, das wird wohl einer der Käfige sein. Ein Käfer sein, meinte ich. Ansonsten können wir bestimmt nochmal schauen. Oh, da ist noch Getreide. Oh. Okay, da ist der Brummer. Den geben wir jetzt wieder an Silas. Und hier ist der Brummer. Stimmt was nicht? Ich fürchte, die restlichen Brummer sind weggeflogen. Ja, ich habe gesehen, was passiert ist. Ich wollte nur sehen, ob du es auch zugibst. Oh, es tut mir sehr leid. Sie werden sicherlich nicht weit kommen. Halt einfach nach ihnen Ausschau, wenn du in der Burg herumstromerst. Das werde ich. Jetzt lass uns diese Nachricht abschicken. Silas hält den Depeschbrummer in seinen gewölbten Händen und pfeift ihm eine verschlüsselte Nachricht zu. Dann lässt er den Brummer geschmeidig in die Luft aufsteigen. Der Brummer dreht sich mit surrenden Flügeln und fliegt in nördliche Richtung davon. Nach Juva. Gute Reise, Brummer. Flieg sicher und geschwind.
Wie lange wird das dauern? Alles in allem kann es Tage dauern, bis die Nachricht in Juwa eintrifft. Du wirst dich etwas gedulden müssen. Also Maus, hör gut zu. Unter dieser Burg gibt es ein Labyrinth aus uralten Tunneln. Dort liegt etwas verborgen, etwas, das du für mich finden sollst. Das muss ja was sehr Wichtiges sein. Von unschätzbarem Wert. Aber du musst total erschöpft sein. Du solltest dich etwas hinlegen. Meint ihr denn, ich habe Zeit dazu? Hier. Ein polierter Schlüssel? Du kannst dich in meiner Bleibe hinlegen. Ich werde so lange aufpassen. Oh, das ist cool. Das ist sehr freundlich. Dann machen wir hier mal wieder zu. Oh. Oh. Und wir klauen hier erstmal die Sachen. Silas Truhenschlüssel, den haben wir nicht. Noch nicht. Ob wir das hier alles mitnehmen dürfen? Wahrscheinlich eigentlich eher nicht, ne? Ein Fernglas. Da ist noch eine Leiter, hier ist ein Schrank. Und hier ist noch eine Leiter nach oben. Ah, und hier ist auch das Bett. Eine Wäscheklammer. War schon mal irgendwas in so einem Nachttopf drin? Nee, ne? Okay. Das ist ja jetzt gerade unsere Quest. Oh, da ist ja ein Schlüssel. Das ist der Feldkistenschlüssel. Aber das ist ja irgendwie voll mies, wenn ich das jetzt geklaut habe. Wird er mir dann jetzt überhaupt nochmal helfen, wenn er das merkt, dass ich ihn bestohlen habe? Ich weiß ja nicht. Ja, komm. Ich will mal nicht noch mehr klauen. Mach mal wieder zu, das Ding. Guten Morgen, Maus. Wie lange habe ich geschlafen? Oh, eine ganze Weile. Bist du jetzt ausgeruht? Definitiv. Das hoffe ich. Es ist Zeit, dass du loslegst. Okay. Das wird nicht einfach. Die untere Burg ist vor Jahrzehnten vom Rest abgeschnitten worden, als der Eingangstunnel eingestürzt ist. Jetzt hausen da nur noch Spinnen. Du hast nichts an Spinnen gesagt. Du bist bestimmt schneller als sie. Ist das ein Problem? Es wird schon gehen. Gut. Vor ein paar Tagen ist eine der Wachen von ihrem Posten verschwunden. Wir haben die Leiche unten in der alten Waffenkammer gefunden. Komplett eingesponnen in Spinnenseide. Der Kommandant schickt einen Trupp von 5 Mann in die Katakomben, um Fallen und Gift auszulegen. Ich habe den Befehl, mich ihnen anzuschließen, aber an meiner Stelle wirst du mitgehen. Du wirst Soldat Recke sein, der von Juwa hierher versetzt wurde, um den Soldaten Dödel zu ersetzen. Soldat Recke? Alles klar, wir nehmen es einfach mal so an. Du musst dir eine Rüstung zusammensuchen und dich als Wache verkleiden. Es liegen überall alte Rüstungsteile herum. Du brauchst einen Helm, der dein Gesicht verdeckt. Am besten wäre ein Schaller. Außerdem solltest du ein Gegenmittel für das Spinnengift zubereiten, bevor du in die untere Burg gehst. Ihre Bisse können dich töten. Wie fangen wir damit an? Irgendwo unten in der Kanalisation gibt es eine Ratte, die dir bestimmt dabei helfen kann. Ihr Name ist Faustus.
Okay. Tose Harum, die Wache, die auf den Wellen patrouilliert. Er soll der neue Assistent des Apothekers sein. Er trägt eine Schriftrolle in seinem Gürtel, auf der steht, wie man zu Faustus kommt. Warum sollte der mir helfen? Weil du sein neuer Assistent werden wirst. Okay. Wenn du alles hast, was du brauchst, gebe ich dir den Befehl des Kommandanten. Sie lassen dich nur damit durch das Westtor und zum Aufzug. In Ordnung. Lass dich nicht unterkriegen und sei vorsichtig. Ich werde dir nicht helfen können, wenn du erwischt wirst. Okay. Ja, dann haben wir ja jetzt einige neue Aufgaben. Ich würde sagen, wir sind eine vielbeschäftigte Maus. Aber ihr Lieben, damit geht's dann erst morgen weiter. Ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!